derzeitige Situation unserer Welt im Angesicht von Krankheit, von sozialer Distanzierung, Zukunftssorgen und Todesängsten, die macht uns hellhörig für die Sorgen und Nöte, die in den Schriftlesungen des heutigen Tages an uns herangetragen werden. Denn diese können uns im Blick auf unseren Herrn und sein lebensspendendes Wort und Handeln neue Horizonte eröffnen. Angesichts des Todes begegnen uns die Fragen nach dem Sinn von Leben und schließlich die Frage nach Gott. Denn Auferstehung ist nicht nur eine Erfahrung des Jenseits. Auferstehung ereignet sich auch im Leben immer dann, wenn Gott die Kerkermauern unserer Lebensgräber sprengt, uns aus dem Dunkel von Krankheit, von Vereinzelung, Sorge, Sünde und Schuld herausreißt, uns herausruft in sein helles Licht, unser Durst nach Heil und Leben stillt und dem scheinbaren Durcheinander unseres Lebens neuen Sinn und neue Richtung gibt. Ihn, unseren Herrn und Erlöser, wollen wir in unserer Mitte willkommen heißen und ihn um sein reiches Erbarmen bitten. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn ich eure Gräber öffne, und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe euch meinen Geist, dann werdet ihr lebendig, und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen, und ich führe es aus. Spruch des Herrn. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Maria sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihn die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Jesus, hier sei Gott Der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
Vielleicht erging es Ihnen ja eben beim Hören dieser Sätze des heutigen Evangeliums ähnlich wie mir bei der Vorbereitung der Predigt. Und Sie sind innerlich zusammengezuckt, ganz unwillkürlich, angesichts der neuen Bedeutungsebene, die diese Stelle aktuell für unsere Ohren erhalten hat, durch die Situation in unserer Welt angesichts der COVID-19-Pandemie und ihrer diversen Folgeerscheinungen. Wie vielen mag es derzeit weltweit ähnlich ergehen wie Maria, Martha und Lazarus damals? Wie viele werden sich innerlich genau wie Martha und Maria Hilfe suchen, an den Herrn wenden, weil einer ihrer Lieben gerade schwer erkrankt ist? Wie viele werden, nachdem einer ihrer Lieben verstorben ist, mit ähnlichen Worten wie Martha damals verzweifelt und mit leicht klagend anklagendem Unterton Christus vorhalten: Herr, wärst du da gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich glaube, selbst wenn wir in unserer direkten Umgebung von all dem verschont bleiben mögen, vermögen wir durch die Umstände der aktuellen Situation, die geprägt ist von Unsicherheit, von Zukunftssorgen, von Ungewissheit und sozialer Distanzierung, trotzdem einen anderen Blick bekommen auf die Erzählung von der Erweckung des Lazarus, die uns doch allen so wohl bekannt erscheint. So manches an der bekannten Geschichte vermag da plötzlich eine neue, zusätzliche Perspektive zu bekommen und uns so zu zeigen, dass Gottes Wort immer lebt und lebendig ist, lebendig. Was für viele ansonsten vielleicht eher schwer verständlich sein mag, bekommt da einen neuen, ganz aktuellen Bezugspunkt. Nämlich, dass Jesus zwei Tage zuwartet, bis er sich auf den Weg zu Lazarus macht. Und die unwillkürlich in einem aufkommende Frage, wie dieses Verhalten mit der Liebe zu Maria, Martha und Lazarus, die dabei noch betont wird, in Einklang zu bringen ist. Ja, mal ganz abgesehen von dem bleibenden Hinweis auf die Kraft bedingungslosen Gottesvertrauens, dessen große Bedeutung uns hier mit vor Augen gestellt wird, wird uns allen in diesen Tagen doch ganz sternenklar, dass Distanzierung von geliebten Personen unter manchen Umständen keinesfalls Ausdruck mangelnder Liebe, Verbundenheit und Fürsorge sein muss, sondern genau das Gegenteil. Und Jesu Liebe zu Lazarus und seinen Schwestern, sie wird ja auch deutlich an den Tränen Jesu, die sein Mitfühlen sichtbar werden lassen. Ja, Jesus fühlt mit ihnen, er fühlt mit Lazarus und nichts kann diese zugehende Liebe von Lazarus fernhalten. Nicht einmal der Geruch der Verwesung, der von ihm am vierten Tag nach seiner Bestattung in seiner Grabhöhle bereits unweigerlich ausgehen muss. In diesen Tagen mag der eine oder andere von uns sich vielleicht bedingt durch die Ausgangssperre auch ein wenig wie lebendig begraben fühlen, abgeschnitten vom Leben und so mehr Verständnis aufbringen für die Schilderung der heutigen Evangelienstelle. Und versuchen wir nicht auch manchmal, ähnlich wie Martha dem Herrn, einen Blick auf unser Leben in so mancher Hinsicht zu verwehren, weil auch wir an uns, in unserem Tun und Handeln, unschöne Stellen entdeckt haben, die wir lieber im Dunkeln verstecken möchten, deren Anblick wir dem Herrn nicht zumuten möchten, weil sie eben den unschönen Geruch von Schuld und Sünde verströmen und unser Idealbild von uns stören. Haben wir doch Vertrauen, dass der Herr auch uns liebt, genau wie Lazarus, selbst wenn wir bereits sind. Dass er auch uns heilt und zu einem Neuanfang ruft. Wälzen wir vor ihm auch den Stein weg, vor den dunklen Gräbern unserer inneren Unschönheiten, genau wie damals vor dem Grab des Lazarus. Biblische Namen, sie sind ja sprechende Namen, die eine Bedeutung in sich tragen.
So wie Jesus Gott heilt, Gott hilft heißt, so bedeutet der Name Lazarus so viel wie Gott ist mein Erbarmer. Und Gott, ja, Gott ist auch unser aller Erbarmer. Jesus hilft und heilt jeden von uns, wenn wir ihn nur lassen, wenn wir offen genug sind für seinen Anruf. Hören wir also ganz genau hin auf das, was das fleischgewordene Wort Gottes uns zu sagen hat. Hören wir glaubenden Herzens wie die Samariterin am Jakobsbrunnen hin auf ihn, der uns lebendiges Wasser schenkt, Wasser des Lebens. Hören wir ihm vertrauen wie Martha, so seinen durchdringenden Ruf: Lazarus, komm heraus. Dann werden auch uns die Augen aufgehen, wie allen, die damals am Ort des Geschehens waren. Dann werden uns die Augen geöffnet, wie den Blinden aus dem Evangelium des letzten Sonntags. Und wir werden sehenden Auges und Sinnes mit einem Male erkennen: Lazarus, das ist nicht nur der Bruder der Martha und der Maria. Nein, Lazarus, Gott ist mein Erbarmer, das bin ja ich. Lazarus, das bist du, das sind sie und das bin ich. Lazarus, der Mensch, den Jesus herausruft aus den Tälern des Todes, aus Mutlosigkeit und Gottvergessenheit, aus Vereinzelung und Vereinsamung, Schuld und Sünde aus Lähmung und Angst. Dann wird auch uns ganz bildlich gesehen das Tuch vom Gesicht genommen, das unser Blick trübt. Werden auch wir befreit von allem, was uns bindet und fesselt an einen falschen Lebensstil, der zum Tode führen muss und uns zurück und fernhalten will von der Freiheit und Weite, die allein Gott uns und unserem Leben zu schenken vermag. Was uns von der wahren Gemeinschaft, die uns da geschenkt wird, ausschließen möchte und uns einpferchen möchte in die Festung egozentrischer Eigensucht, jener Einstellung des Ich zuerst, die uns früher oder später verschluckt und zur dunklen, engen Grabkammer werden muss. Doch Christi ruft, er durchdringt diesen harten Felsen, er ruft uns hinaus in die helle Weite der Gottes- und der Nächstenliebe, die allein Gemeinschaft und ewige Freude zu stiften vermag. Lazarus, er kommt im Johannesevangelium nach dieser Stelle noch einmal vor. Und diese Stelle wird am kommenden Montag der Karwoche als Frohbotschaft uns verlesen werden. Da ist dann Jesus auf seinem Weg zum triumphalen Einzug in Jerusalem am Palmsonntag von Martha und Maria in Bethanien zu einem Gastmahl eingeladen und auch Lazarus ist dabei, so wird erwähnt, den er von den Toten auferweckt hat. Und sein Dasein zieht aufgrund dessen, was an ihm geschehen ist, viele, allzu viele zu Jesus. In jeder heiligen Messe, die wir feiern, auch räumlich voneinander getrennt, kommt Jesus auch zu uns, um uns durch seinen Ruf zu befreien. Er kommt zu uns, selbst wenn Felsen und Mauern aller Art uns jetzt noch trennen. Da dürfen wir die ewige Seligkeit verkosten, bereits bei ihm sein, als Lazarus, der zum Leben berufen ist, als Martha, die ihn durch den liebenden Dienst ihrer Hände dient, als Maria, die ihm zu Füßen sitzt, seine Füße salbt in dem Wissen, dass er aus Liebe zu uns sein Leben hingibt für uns alle, um uns auf ewig Leben und Gemeinschaft zu schaffen. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den
den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Lasst uns zu Jesus Christus bieten, der uns aus dem Tod rettet und zum Wahren Leben ruft. Christus höre uns. Christus erhöre uns. Du hast die Hilferufe von Lazarus, Martha und Maria gehört und bist gekommen, ihnen Erlösung zu bringen. Eile auch heute allen zu Hilfe, die in ihrer Not zu dir rufen, und lass sie Hilfe, Besserung und Beistand finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du hast um deinen toten Freund Lazarus geweint. Tröste alle, die um liebe Menschen trauern, und schenke ihnen Licht im Dunkel des Schmerzes und der Trauer. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du hast Lazarus vom Tod zum Leben gerufen. Sei mit deinem Geist bei allen Menschen an der Schwelle des Todes und wecke unsere Toten auf in dein Leben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Viele, die dein Wunder sahen, kamen zum Glauben. Wecke in uns das Vertrauen auf dich und zeige uns Wege zum Glauben an das ewige Leben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du bist das Leben, nach dem wir uns sehnen, und das deinen Tod mehr nehmen. Wir danken dir und preisen dich in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist, heute und in ewig. Thank you.
wir gedenken mit Helmut Angerer für Eltern und Geschwister, mit Franziska Tronda, mit Familie für Ehemann und Vater, sowie mit Irmgard Kunz für Eltern. Lasset uns bieten. Erhöre uns, Allmächtiger, du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Ihr Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erheben die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lassen uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, ihr Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Da ihr Mensch ist wie wir, weint ihr über den Tod seines Freundes. Da er Gott ist von Ewigkeit her, rief er Lazarus aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit uns Menschen und führt uns zum neuen Leben durch die österlichen Sakramente. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit dem Hören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Darum kommen wir von deinem Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird,
zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du uns den Herrn hast. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rudolf und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes und Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weise wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke dir nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des allmächtigen Gottes, der sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist.
Seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber er spricht mir ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, Lazarus, komm heraus.
lassen uns bieten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein zweites Mal sind wir so jetzt miteinander verbunden, wir hier in der Kirche und Sie zu Hause vor dem Bildschirm des Computers. Einige Vermeldungen, die vielleicht für Sie wichtig sein können. Wir bitten Sie nochmals, Ihre Spende für Miserior direkt auf das Konto von Miserior zu überweisen oder einen mit Spende für Miserior gekennzeichneten Briefumschlag bzw. die ausgeteilten Spendentüten in den Briefkasten des Pfarramtes einwerfen. Das Hirtenwort unseres Bischofs zu diesem fünften Fastensonntag können Sie auf der Pfarrei-Homepage als Videodatei aufrufen und sich anschauen. Hinweisen möchten wir auch auf eine Aktion des Katholischen Deutschen Frauenbundes Eggelsbach für Familien mit Kindern. Regenbogenaktion heißt sie. Es ist ein Vorschlag, wie Eltern mit Kindern in dieser Zeit der Unsicherheit, die mit Sorgen und Ängsten verbunden ist, gemeinsam darüber sprechen können und ihre Gefühle in Worte fassen. Wie das genau geht, das lesen Sie auf der Homepage des Frauenbundes Eggelsbach, www.frauenbund-eggelsbach.de. Am kommenden Wochenende, da zeichnen wir wieder die beiden Gottesdienste am Vorabend und am Palmsonntag selbst auf, damit Sie diese wieder zeitverzögert auf der Pfarrei-Homepage anschauen und mitfeiern können. Eines noch dazu zum Palmsonntag. In privater Heimarbeit haben Frauen unseres Frauenbundes Eggelsbach Palmbüschel gebunden. Diese werden wir in den beiden Gottesdiensten am Palmsonntag segnen. Und am Palmsonntag selbst können Sie diese dann hinten beim Schriftenstand der Pfarrkirche für eine kleine Spende mit nach Hause nehmen. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten fünften Fastensonntag und bleiben Sie gesund. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich wünsche Ihnen noch ein offenes Ohr und ein achtsames Herz für den Anruf unseres Herrn in Ihrem ganz persönlichen Alltag. Mögen Sie den Ruf des Herrn vernehmen. Mögen auch Sie jenes Lazarus von heraus hören und mögen Sie die Kraft finden, genau wie Lazarus, all das, was uns einnimmt, zu verlassen, dem Herrn entgegenzugehen. Der Segen Gottes, der begleite und stärke uns dabei. Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, er segne euch und mache euch bereit, und Christus, der Herr, der uns für sein Sterben den ewigen Tod entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe ihr Anteil an seiner Auferstehung und seiner Herrlichkeit. Amen. Das gewähre